Wir betreten jetzt eine Welt von über 90 Jahren DAF-Geschichte und erfahren einiges über den Werdegang dieses weltberühmten Fahrzeugherstellers. Die Geschichte von DAF reicht zurück bis ins Jahr 1928, als die Brüder Huub und Wim van Doorne ein Fundament für das Unternehmen legten, das heute DAF Trucks heißt. Als kleine Maschinenfabrik und Schmiede begonnen, entwickelte sich der Familienbetrieb zum am schnellsten wachsenden Lastwagenhersteller Europas. Hier in der Tongel-Resestraat 27 können alle Fahrzeuge aus der umfangreichen DAF-Geschichte bestaunt werden. Gehen wir gemeinsam auf einen Rundgang. Die beiden Brüder van Doorne weisen den Weg zur Ebene 1 mit historischen Plätzen sowie eine Ladenstraße aus den 1930er Jahren und einer Garage, wie sie früher einmal war. Hier parkt ein schöner DAF 600 Deluxe aus Baujahr 1958 mit einem luftgekühlten Zweizylinder-Boxermotor mit 22 PS aus 598 Kubikzentimetern. Ein Tor weiter gesellt sich ein DAF Kini von 1966 dazu. Dieses Fahrzeug wurde zur Geburt des Königs Willem Alexander vom italienischen Designer Michelotti entworfen und in den DAF-Werken so gebaut. Ein DAF 55 als Kombi von 1969. Dieser 50 PS-Flitzer ist nur 2000 Mal so gebaut worden. Und so eine schöne alte Werkstattszene, die spricht für sich. Mit einer kleinen Werkstatt auf dem Gelände der Kohlenbrauerei in Eindhoven begann die Geschichte von DAF. Geld verdient wurde zunächst mit Schweiß- und Schmiedearbeiten für die Stadt und einigen Unternehmen. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise aber expandierten die Brüder van Doorne. Ab 1932 fertigten sie Anhänger, die mit einem geschweißten und damit leichtem Fahrgestell aufwarteten und so hohe Nutzlasten bieten konnten. Doornes Anhängerfabrik, kurz DAF, war geboren. Wieder zurück in der Ladenstraße. Am Ende, gegenüber der Garage, führt ein Weg in eine neue Welt. Zurück in die Zeit der ersten 3, 5 und auch 6 Tonner Lastkraftwagen. Auch 1954 lieferte DAF Fahrzeuge für ländliche Kommunen, so wie dieses Löschfahrzeug mit Nebelsprühgerät und Wassertank. Es ist ein Typ A414 mit einem Herkules-Benzinmotor und 91 PS. Ein Allradfahrzeug. Diese neue Baureihe ersetzte die alten 4x4 Armeefahrzeuge.
In dieser außergewöhnlichen Sammlung stehen sehr viele Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen, sowie dieser D50 aus Baujahr 1950 mit Dieselmotor. Alle Exponate zu zeigen und vorzustellen ist nicht möglich. Mit meinem Rundgang will ich versuchen, einen spannenden Rückblick zu geben und vereinzelt sollen einige Kommentare das ein oder andere Fahrzeug erklären. Hier im Feuerwehrgerätehaus ist die Museumswerkstatt untergebracht. Montags, wenn das Museum geschlossen ist, wird an historischen Fahrzeugen gearbeitet, sowie an dem neuesten Restaurationsobjekt, diese Zugmaschine für einen Bustrailer. Auch fürs Militär hat DAF zahlreiche unterschiedliche Fahrzeuge gebaut. Hier im Museum stehen sie alle. Eine kleine Auswahl zeigen die nächsten Bilder. DAF hat 1937 für die Verteidigung ein Fahrgestell entwickelt, mit dem eine Person eine verletzte Person transportieren kann. So ein Rettungsfahrzeug gab es fürs Fahrrad, Motorrad oder auch für Zwei-Hände-Betrieb. Wir verlassen jetzt mal das Militär und es geht weiter mit bunten Farben. 1965 erschien die Baureihe 2400 mit neu gestalteter Kabine. Für mehr Komfort und bessere Sicht wurde die Dachlinie vertieft. Den DAF A2400 DK gab es als Kipper, mit Pritsche oder als Sattelauflieger. Und alle wurden mit dem neuen 11,6 Liter DK Motor mit 212 PS ausgestattet. Hier steht ein DAF AS2000 DO von 1962 als Dreiachser mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 21.400 Kilogramm. Diese Baureihe für den internationalen Schwerverkehr wurde 1957 auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt vorgestellt. Die Standardkabine wurde vergrößert, um den O650 Motor unterzubringen. Es war ein britischer Leyland Motor mit 165 PS bei 2200 Umdrehungen die Minute. Das isolierte Verdeck sowie die beiden gefederten Sitze trugen zu mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer bei. Auf allen Ausstellungsebenen sind auch die zahlreich verbauten Motoren von DAF zur Schau gestellt. So wie dieser 6-Zylinder-Unterflur-Dieselmotor mit 8,65 Liter Hubraum und 333 PS in Euro 2 Ausführung. Mit Beginn der Lkw-Produktion bei DAF wurden auch Fahrgestelle für Busse hergestellt. Die Fahrgestelle gingen an Karosseriebau Bowa, die sich um den Bau kümmerten.
Dieser Typ B1500 C533 von 1956 mit 41 Sitzplätzen war zuerst mit einem Hercules 102 PS Benzinmotor ausgestattet, der später durch einen DAF BA475 Benziner mit 135 PS getauscht wurde. Nach dem Krieg bestand ein großer Bedarf an Bussen zur Wiederherstellung des öffentlichen Verkehrs. Da Sattelauflieger schneller verfügbar waren als ausländische Busfahrgestelle, bestellte die Eisenbahn 1946 200 Sattelauflieger-Fahrgestelle bei DAF. Diese wiederum wurden schon 1949 durch Busse ersetzt. Dieser hier ausgestellte Auflieger ist aus Baujahr 1946 mit 52 Sitzplätzen, 28 Stehplätzen und mit Platz für 250 Kilogramm Gepäck. Die Besatzung bestand aus einem Fahrer und einem Schaffner. Ein paar Fahrzeuge aus der etwas jüngeren Zeit, so wie dieser weiße FA700DE aus Baujahr 1978 oder der gelbe FAS1600DT. Bereits 1951 führte DAF ein eigenes, aerodynamisch verbessertes Fahrerhaus mit abgerundeten Ecken und einem geneigten Kühlergrill ein. Hier stehen einige markante Gesichter aus der Zeit nebeneinander. Dieser DAF A1900DD aus Baujahr 1968, ein Müllentsorger, ist mit einem Faun-Drehtürmekörper ausgestattet. Es war eines der ersten DAFs des Unternehmers van Ganzewinkel. Ein echter Augenschmaus, dieser DAF Pickup vom Typ A107 aus den 1950er Jahren. Da möchte man sofort einsteigen und erstmal eine Runde mitdrehen. Und jetzt wird es ganz stark und sehr schnell. Mit zwei Fahrzeugen nahm DAF 1987 an der Rallye Paris-Dakar teil und zeigt dann hervorragende Leistungen. Angetrieben wurden sie von 2 KS 11,6 Liter ATI Motoren mit 3 Turbos und 1220 PS. Jeder Motor trieb dabei eine Achse an. Da der X2 verunglückte und der Beifahrer Kees van Löwetzing ums Leben kam, wurde von einer weiteren Teilnahme abgesehen. Wir sind auf der Ebene mit einer Sonderausstellung zu Spezialfahrzeugen, die DAF einmal gebaut hat. Hierzu zählen schwere Baufahrzeuge, Servicewagen, Rettungswagen, Bergungswagen, aber auch ein Stadtblitzer, der eigens für einen Designwettbewerb geschaffen wurde. Bei diesem Lastkraftwagen schlug auch mein Herz gewaltig schneller.
Da traut man seinen Augen nicht. So ein gewaltiger Auftritt eines DAF. Dieser N2506 von 1973. In den 1970er Jahren arbeitete DAF mit International Harvester zusammen. Die glaubten, als Nutzfahrzeughersteller wieder auf den europäischen Markt aktiv zu werden. Dieser N2506 ist ein International Harvester Paystar 5000 mit einem Caterpillar V8 Motor und 225 PS. Dieser LKW wurde vor Ort von einem niederländischen Stahlwerk betrieben und verfügte über die 26 Tonnen Tandemachse. Nach den niederländischen Verkehrsgesetzen waren auf öffentlichen Straßen aber maximal 20 Tonnen nur erlaubt. Die DAF-Pkw-Produktion begann 1959 mit dem DAF 600. In den Folgejahren kamen weitere Modelle wie ein DAF 750, ein DAF 30, 31, 32, 44, 55 und am Ende von 1974 bis 1976 kam der DAF 46 hinzu. Die DAF-Pkw-Sparte wurde 1975 von Volvo übernommen. Weiter geht es jetzt auf der oberen Ebene. Hier findet man alles zur DAF-Pkw-Geschichte, zu Modellen und zur einzigartigen Variomatik. DAF Pony Truck, ein vielseitiger Alleskönner. Die DAF Ponys sind mit einer Variomatik und einem 850 Kubikzentimeter, 40 PS starken, luftgekühlten Zweizylinder-Boxermotor des DAF 44 ausgestattet. Damit ist der DAF Pony der erste vollautomatische Leicht-LKW der Welt. DAF hat auch Rennsportgeschichte geschrieben. Mit einem DAF 33 sicherte man sich 1966 den ersten Platz in der Sport- und Prototypenklasse bis 1000 Kubikzentimeter bei der Tour de Corse. Ein 10.000 Kurvenrennen. Ein Brabham BT15 von 1965. Ein Vierzylinder Ford Cosworth Motor mit 998 Kubikzentimetern und der Variomatic-Technologie ermöglichten diesem Gefährt eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometer. Die Kombination aus Variomatic mit einem Differential garantierten auch schnelle Kurvenfahrten. Dieser Williams FW15 von 1992 gilt bis heute als einer der modernsten und schnellsten Formel-1-Wagen aller Zeiten. Zum Einsatz kam bei diesem Boliden ein CVT-Getriebe, ähnlich wie die DAF-Variomatik ein Riemengetriebe. Benötigt wurde nur eine Anfahrkupplung. Ein 2-Liter Prototyp mit vollautomatischer DAF-Variomatik und zwei Riemen. Dieser Soso ist ein Entwurf des Schweizers Jean Marquardt von 1971. Von der Variomatik haben wir ja schon sehr viel gehört. Hier ist jetzt einmal ein DAF 55 zerlegt dargestellt und man kann sehen, den Antriebsstrang von Motor zur Variomatik zur Hinterachse. Variomatik ist ein stufenlos stellbares vollautomatisches Getriebe, eine Bauform als Riemengetriebe. Das Getriebe wurde doppelt ausgeführt, sodass jedes Rad ein eigenes Getriebe hat. Der DAF konnte dank dieser Technik vorwärts und rückwärts gleich schnell fahren. Hier sehen wir einen Antriebsstrang aus der Anfangszeit mit einem luftgekühlten Zweizylinder-Boxermotor mit 20 PS und der Variomatik. Diese Antriebstechnik ist auch in diesem DAF 600 Deluxe von 1959 verbaut. Die Bürgermeisterin von Middelbeers fuhr mit diesem Wagen in 4 Jahren 99.000 Kilometer. Dies ist das erste Fahrzeug aus der Serienproduktion von 1959 mit der Fahrgestellnummer 001001 und wurde am 23. März des Jahres ausgeliefert.
Auf dieser Galerie stehen jetzt alle Pkw, die einmal im Werk Eindhoven gebaut wurden. Alle Modelle und in allen Farben. Dieser P40 GT von 1965 ist einer der vielen Prototypen, die hier im Museum bewundert werden können. Dieses wunderschöne Coupé mit Merkmalen von Porsche, Alfa Romeo und BMW wurde von Giovanni Michelotti entworfen. Leider ging er nie in Produktion, da laut einer Studie die Stückzahlen zu niedrig und das finanzielle Risiko zu groß gewesen wären. Hier endet mein Rundgang durch ein Museum der Superlative. DAF, was es mal alles gab. Ich kann nur jedem empfehlen, den Weg nach Eindhoven zu wählen, um für 12 Euro einzutauchen in eine Welt der Technik, Geschichte und Geschichten. Der Weg ist das Ziel. Es lohnt sich.